keine Lust, groß zu kochen? In dieser Familie kommt das ziemlich oft vor. Was würdest du nehmen? Tiki. Oh, Chicken Tiki. Ja, das hier. Ist besser, ja. Den Dreien geht es wie vielen von uns. Meist muss es schnell gehen mit dem Essen. Also gibt es häufig Fertiggerichte. Es kommt halt jeder zu unterschiedlichen Zeiten heim und dann macht sich meistens jeder das, was er am liebsten isst. Welche Unterschiede gibt es zwischen günstigen No-Name-Fertigprodukten und teuren Markengerichten? Zum Finishen tatsächlich schneide ich nur noch ein bisschen frische Mango rein. Und wie kann ich Fertiggerichte schon mit wenigen Zutaten schnell und einfach leckerer und gesünder machen? In diesem Film wird es unsere Familie erfahren. Dank kleiner Tipps und Tricks. Jetzt in Preiswert, nützlich, gut. Fertiggerichte. Das Örtchen Sechsau bei Freiburg. Hier lebt die deutsch-britische Familie Adolf MacLeod. Tagsüber sind sie alle super aktiv. Arbeit, Schule, Hobbys. Und wenn sie heimkommen, haben sie, klar, Heißhunger. Hi. Na, was Hunger? Was kommst du da? Ich weiß von meinen Linsen. Nein, danke. Thornton bevorzugt seine Mikrowellenburger. Nur am Wochenende wird auch mal frisch gekocht. Etwas, das dann alle mögen. Dafür fehlt unter der Woche meist die Zeit. Dabei würden sie eigentlich schon gesünder essen wollen. Wie geht das? Reporterin Hendrike will es mit Ihnen gemeinsam herausfinden. Ihr seid gerade beim Mittagessen, sehe ich. Ja. Genau. Ist das so eine typische Mittagsessenssituation bei euch? Ja, eigentlich schon, ja. Es kommt halt jeder zu unterschiedlichen Zeiten heim und dann macht sich meistens jeder das, was er am liebsten isst. Ist es dein Lieblingsessen, Burger? Burger ist immer Lieblingsessen, ja. Wenn ich komme zu Hause von der Arbeit, habe ich echt müde und keinen Bock mehr zu kochen. Dann ist es 2 Minuten in der Mikrowelle und ist erledigt. Darf ich mal in den Burger reingucken? Ja, natürlich. Wo ist das Grüne? Der Salat? Die Tomate? Ich mag Salat nicht. Du magst Salat nicht? Nee, nicht Tomate? Gerne. Nee, auch nicht. Käse und Fleisch. Was ist dein Lieblingsessen, Nicole? Also ich mag gern so verschiedene Currys oder Linseneintöpfe. Das kann ich mir auch recht schnell im Topf selber machen. Das ist eigentlich eine Fertigpackung. Man schüttet noch Kokosmilch dazu und lässt es so ein bisschen köcheln. Also nicht selbst gekocht, aber selbst erwärmt, sage ich jetzt ja, mal. Ja, selbst erwärmt und vielleicht fertig gekocht. Selbst erwärmt ist, glaube ich, auch deine Pizza, oder? Richtig, ja. Das ist eine Tiefkühlpizza. Mein Lieblingsessen nicht unbedingt, aber ich mag es und es schmeckt gut und es geht halt schnell. Ich merke gerade, Schnelligkeit ist so ein ganz großes Thema bei euch, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Seid ihr happy mit eurem Hauptgericht, nenne ich das jetzt mal? Also ich nicht. Ich auch nicht, nee. Nee, also schmeckt mir schon, aber ich finde immer noch selbstgekochtes Essen schmeckt einfach am besten. Aber haben Sie dafür überhaupt die richtigen Zutaten? Mal sehen, was der Vorratsschrank hergibt. Viele Markenprodukte sehe ich hier. Mhm. Das heißt, ihr gebt gar nicht so wenig Geld aus dafür wahrscheinlich, oder? Wir geben sogar recht viel Geld aus, weil ich irgendwie immer den Eindruck habe, dass die Billigprodukte, oder was heißt Billigprodukte, No-Name-Produkte, dass die nicht so schmecken würden. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es nur eine Einbildung ist, also passiert es nur in meinem Kopf, dass ich denke, die schmecken schlechter, oder sind die wirklich schlechter? Also ich bin mir nicht sicher. Ihr wärt durchaus bereit, weniger auszugeben, ja, und gleichzeitig vielleicht ein bisschen weniger Fertigprodukte, weniger Konserven zu verwenden, ein bisschen mehr Frische. Das wäre toll, ja. Das wäre toll, ja. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Ich glaube, da geht was. Als erstes geht's in den Supermarkt. Hendrike will mehr über das Einkaufsverhalten der Familie erfahren. Etwa beim Thema Marke gegen No-Name. Teures liegt meist auf Augenhöhe, günstiges unten. In vielen Märkten gibt es zudem ein Preisgefälle von links nach rechts. Wer also sparen will, rechts unten gucken. Und worauf achten Nicole und Thornton? Genau, das wäre so unsere, die wir jetzt holen würden. Ja. Auch wieder ein Markenprodukt? Ja. Ja. Was kostet die? Das ist 2,89, ja. Dann wollen wir mal gucken, ob es die auch von der Eigenmarke gibt. Ja, da vorne da. Aha. Oh, das ist lecker. Oh, das sind zwei, das oder? Ist zwei. Sind zwei? Das sind zwei Stück. Also. Was kostet die jetzt? Zwei Stück kosten 2,59 €. Wow. Oh. Okay, shit. Zwei größere kosten 2,59 €. Eine kleinere kostet
2,89. Und ehrlich gesagt, für mich persönlich, ich schaue beide an, ich würde trotzdem den da nehmen. Ehrlich? Bevor ich weiß, wie es kostet, weil es sieht besser aus von dem Bild her. Ich werde jetzt so ein bisschen geizig. Also ich würde schon mal gerne ausprobieren, weil die kann nicht viel schlechter schmecken wie die. Das ruft doch mal nach einem Geschmackstest. Marke gegen No Name. Eine Margarita? Ja? Ja. Weil nicht jeder Thunfisch mag, kommt die Margarita in den Wagen. Für den Test kaufen sie insgesamt 6 Produkte. Pizza Margarita. Günstige Discounterware gegen 4-mal so teure Markenware. Außerdem Penne Gorgonzola für die Pfanne. Günstige Supermarkt-Eigenmarke, sowas wird auch Handelsmarke genannt, gegen das mehr als doppelt so teure Markenprodukt. Und dann noch Schlemmerfilet à la Bordelaise. Günstige Handelsmarke, also die Eigenmarke eines Discounters, gegen das fast doppelt so teure Markenprodukt. Besonders beliebt sind Fertiggerichte ja bei der jüngeren Generation. Deshalb hat Tochter Nina uns eine Gruppe junger Tester organisiert. Und die sind sicherlich hungrig, weil die immer sehr, sehr aktiv sind. Besuch beim Training der Freiburg Nuggets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Cheerleader haben es drauf. 2019 wurden sie sogar Vize-Weltmeister. Entsprechend stolz ist Tochter Nina, im Team zu sein. Wie oft trainiert ihr? Wir trainieren gerade 3-mal die Woche, ja. Dementsprechend seid ihr wahrscheinlich nach dem Training auch hungrig. Mögt ihr grundsätzlich Fertiggerichte? Esst ihr das gerne? Ich bin Student, ja. Was isst du so gerne? Also wenn es an Sachen Fertigprodukte geht, natürlich die gute Tiefkühlpizza darf nicht fehlen. Wie ist es bei dir, Nina? Nudeln mit Pesto oder auch mal die ganz klassischen Dosenravioli. Gleich geht's für die Cheerleader zum großen Geschmackstest. Hendrike und Nicole bereiten hier in der Kochsuite Freiburg schon mal alles vor. Schlemmerfilet à la Bordelaise, das kommt bei euch auch auf den Tisch bestimmt, ja, oder? Definitiv. Was wäre hier deine Wahl? Also kaufen würde ich, wie immer, das hier. Das Markenprodukt. Ja. Und hier haben wir das No-Name-Produkt. Okay. Rein äußerlich. Also es ist okay, aber das sieht schon wertiger irgendwie aus, finde ich. Klar, Markenhersteller investieren mehr in Verpackung und Werbung. Aber ist das alles? Ich würde vorschlagen, wir fragen mal einen Experten, was da der Grund für diese doch exorbitante Preisdifferenz ist, oder? Ja. Per Video aus Köln zugeschaltet, Hendrik Warnholz, Ressortleiter Industrie bei der Lebensmittelzeitung. Bei ihm ist ein zweiter Kameramann. Ich laufe. Na dann. Was sagen Sie denn dazu? Hier ist das No-Name-Produkt deutlich günstiger. Hersteller des Schlemmerfilets ist meines Wissens das Unternehmen Copac. Und das Spannende ist, das Unternehmen Copac ist Froster. Aha. Froster produziert also sowohl Markenware als auch für Supermärkte, deren eigene Handelsmarken. Konkurrent Iglo hat keine Handelsmarken. Also, nicht jeder Konzern produziert beides, aber doch so einige. Es ist ja häufiger der Fall, dass Markenhersteller gleichzeitig Handelsmarkenprodukte herstellen. Der Hintergrund ist, dass die Hersteller in der Regel gar nicht darüber entscheiden, was in den Handelsmarkenprodukten sich befindet. Das sind in aller Regel die Händler. Die Händler geben die Rezepturen vor, die Händler schreiben Aufträge für ganz klar beschriebene Handelsmarkenprodukte aus und die Hersteller können sich darauf bewerben und müssen dann ganz exakt nach diesen Vorgaben produzieren. Bei unseren Recherchen fällt ebenfalls auf, Aldi Süd hat in verschiedenen Filialen auf den ersten Blick scheinbar identische Pizzen. Wer aber im Kleingedruckten nachliest, entdeckt, die Zutaten unterscheiden sich minimal. Denn es stecken verschiedene Hersteller dahinter. Und einer davon gehört zu einem Konzern, den wohl kaum einer mit Pizzen in Verbindung bringen würde. Die Handelsmarkenpizza, die Sie bei Aldi gekauft haben, ist ja eine, die kein Markenhersteller produziert, sondern ein Unternehmen, das Freiberger heißt, das zu dem Südzuckerkonzern gehört. Wer hätte das gedacht? Der Zuckerkonzern hat eine riesige Convenience-Sparte. Mit Produktionsstätten in Europa und den USA gehört er zu den 3 größten Herstellern von Fertigpizzen weltweit.
Da passt es, dass sich in vielen Pizzen auch Zucker versteckt. Was ist so Ihr Gesamtfazit zu diesen No-Name-Produkten und den Markenprodukten? Also die Zutatenliste ist ganz sicher nicht für den doch sehr großen Preisunterschied verantwortlich. Da spielt das Marketing natürlich eine große Rolle. Da spielt auch eine große Rolle, dass Händler, es gibt in Deutschland ja gar nicht so viele, eine sehr, sehr große Marktmacht haben und die häufig in den Verhandlungen mit Herstellern sehr stark ausnutzen. Also, auch Supermärkte und Discounter mischen bei der Preisgestaltung kräftig mit. Und wie unterscheiden sich nun die billigen von den teuren Produkten? Zeit für den großen Geschmackstest. Es gibt drei Runden, immer günstig gegen teuer. Los geht's mit den Pizzen. Schmeckt die teure Marke wirklich besser? Das dauert 10 bis 12 Minuten. Also meine 9 bis 11, da bin ich mal gespannt. Angeber. Ja. Im ersten Durchgang wird die klassische Pizza Margherita verkostet. Hendrike bereitet die günstige Pizza von Aldi zu. Nicole kümmert sich um das Markenprodukt von Dr. Oetker. Dankeschön. Mal aufsetzen. Masken auf. Schließlich soll die Optik ja nicht ablenken. Erkennt Tochter Nina blind die teure Pizza? Auch sie ist schließlich Markenfan. Erstmal gibt es aber die weitaus günstigere Pizza von Aldi. So, ich gebe euch jetzt ein kleines Tellerchen in die Hand. Und ihr probiert bitte ein Stück Pizza, was da drauf ist. Achtung, jetzt kommt ein Teller. Ja. Ja. So, und bitte. Direkt im Anschluss wird das Markenprodukt serviert. Von Dr. Oetker. Schmecken die Cheerleader den großen Preisunterschied? Bitte mal Hand heben, wem hat die erste Pizza am besten geschmeckt? Und wem hat die zweite Pizza am besten geschmeckt entsprechend? Ah ja. Das Ergebnis überrascht. 3 Stimmen für die günstige Pizza und nur 2 Stimmen für die teure. Der Sieg geht an das Discounter-Produkt. Bei der ersten war die Tomatensoße fruchtiger und die hat man mehr geschmeckt. Bei der zweiten war der Boden viel fluffiger und bei der ersten war der Boden irgendwie Konsistenz wie Pappe. Ich fand den Boden besser bei der ersten. Oh, ja. Der war dünner und krosser und der war bei der zweiten noch ein bisschen teigig und ziemlich dick. Während die Schlemmerfilets im Ofen schmoren, wird die Penne Gorgonzola erwärmt. Streng nach Packungsanleitung. Das günstige Produkt von Edeka mit Wasser, das Markenprodukt von Frosta mit Milch. Also das mit der Milch finde ich gut, das sieht doch gleich irgendwie lecker aus. Aber das sieht aus wie eine Milchsuppe. Wo sind wir? Was? Ja, im Moment hat es noch keine coole Konsistenz, aber das wird noch. Ich bin optimistisch. Die Spannung steigt. Schmeckt den Cheerleadern die Milchsuppe? Die Runde startet diesmal mit dem teuren Produkt von Frosta. Seid ihr bereit für den zweiten Gang? Ja. Es gibt Pasta mit Gorgonzola und Blattspinat. Und hier kommt eure erste Probierrunde. Die Marke ist mehr als doppelt so teuer wie die Eigenmarke von Edeka, die anschließend gereicht wird. Wem von euch schmeckte die erste Pasta-Runde am besten? 1, 2, 3, 4, 5. Ich frage nicht weiter. Ja. Danke, Mädels. Ihr habt alle mein Markenprodukt gewählt. Gut gekocht, gut gekocht. Ja, ich habe sehr gut gekocht. Du bist eine echte Spitzenköchin. Obwohl ich es als Milchsuppe bezeichnet habe. Richtig, genau. Warum? Ich find, beim zweiten Produkt hat der Käse ein bisschen fake geschmeckt. Also ich weiß nicht. Und das erste, da war einfach der Geschmack intensiver. Ich fand auch, dass die Soße bei der ersten Probe irgendwie cremiger war. Und die Nudeln waren auch mehr durch. Das Ergebnis ist eindeutig. Die teure Penne siegt mit 5:0 Stimmen. Klarer Vorsprung für das Markenprodukt. Letzte Runde. Das Schlemmerfilet. Los geht die Verkostung mit dem günstigen Produkt. Wir erinnern uns, der Produzent gehört zu Frosta.
Das Markenprodukt von Iglo ist fast doppelt so teuer. Wem von euch hat die erste Rutsche am besten geschmeckt? Und die zweite? Wieder ein Sieg für das teure Markenprodukt. Mit 3-2 Stimmen entscheiden sich Nina und ihre Freundinnen knapp gegen die günstige Handelsmarke. Ich fand den Fisch beim ersten bisschen besser, aber die Kruste beim zweiten. Deshalb habe ich mich fürs zweite entschieden, und? Weil mir die Kruste wichtiger war. Ich fand auch beim ersten die Gewürze irgendwie viel zu intensiv. Deshalb dachte ich auch eher, dass das teure ist, weil ich denke, okay, die hauen mehr rein. Aber letztendlich war es halt mir viel zu viel und ich hatte irgendwie nicht mehr Fisch im Mund, sondern nur Gewürz irgendwie. Interessantes Ergebnis insgesamt, Nicole, oder? Ja, absolut. Also es gewinnt mal das No-Name-Produkt, mal ist das Magenprodukt besser. Ja. Es kommt so ein bisschen auch drauf an, welche Prioritäten man als Person dann hat. Ja, was ich so ein bisschen mitnehme, ist, die Geschmäcker sind tatsächlich unterschiedlich. Die Frage ist nur, wie kann das sein? Liegt es an den Inhaltsstoffen? Dafür schicke ich die Produkte jetzt ins Labor. Die Ergebnisse der Laboruntersuchung soll später ein Experte von der Uni Hohenheim einordnen. Hier am Institut für Ernährungswissenschaften forscht er in Sachen Lebensmittel. Mein Name ist Jan Frank. Ich bin Professor für Biofunktionalität der Lebensmittel am Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Hohenheim. Als Ernährungswissenschaftler und vor allem als jemand, der sehr gerne kocht, verzichte ich eher auf Fertiglebensmittel. Aber ich muss zugeben, auch die eine oder andere Tiefkühlpizza ist natürlich im Froster für den Fall, dass man mal mittags schnell was braucht. Aha, bei der Tiefkühlpizza wird auch er schon mal schwach. Jetzt aber geht's um die Frage, wie viel Qualität in unseren Fertiggerichten steckt. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Fisch an. Hendrike interessiert vor allem der direkte Vergleich der teuren Bestandteile. Die Panade kostet nur ein paar Cent, also runter damit. Der nackte Fisch sieht bei beiden gleich aus. Laut Verpackung ist das Alaska-Seelachs. Wichtig für die Verbraucher? Für die geschmacksgebenden Zutaten sind Prozentangaben Pflicht. Der Vergleich lohnt sich. 71% bei der Marke, 5% mehr beim No-Name-Produkt. Aber stimmt das auch? Wiegen wir das mal nach. Ich schaue mal hier bei dem No-Name-Produkt. Also das sollten hier 76% sein. Und? Bei 75% sind wir. Ist das noch innerhalb der Toleranz? Ja, das ist innerhalb der Toleranz. Okay, das war einmal das No-Name-Produkt. Ich schaue mal bei dem Markenprodukt. Hier soll weniger Fisch drin sein, laut Packung. 71% Fisch nur. Jetzt mal gucken. Da sind es 70%. Auch das völlig okay. Das Rennen macht aber das günstige No-Name-Produkt. Hier steckt mehr Fisch in der Packung. Auch die anderen Fertiggerichte werden jetzt im Labor fein säuberlich zerlegt. Ergebnis? Der Boden bei der Pizza ist das günstigste. Der ist beim Billigprodukt deutlich dicker. Am teuersten ist der Käse und davon gibt's doppelt so viel beim Markenprodukt. Und bei der Penne Gorgonzola? Die Hauptbestandteile sind in ganz ähnlichen Anteilen enthalten. Erstaunlich, wie wenig Gorgonzola in beiden Gerichten steckt. Doch wie kommen nun die großen Preisunterschiede zustande? Liegt's an den anderen Inhaltsstoffen? Weil die Zutaten kaum zu entziffern sind, macht der Experte Fotos. Ein Trick auch für unterwegs zum Vergleich im Supermarkt. Als erstes die Verpackung vom Marken Schlemmerfilet. Hendrike und der Experte können hier keine ungewöhnlichen Inhaltsstoffe finden. Eine überschaubare Zutatenliste ist ja bei Fertigprodukten gar nicht so schlecht, oder? Nee, ganz im Gegenteil. Also es ist ja, wie man auch zu Hause kocht. Man will ja auch nicht mit 20 Zutaten kochen. Also je übersichtlicher, umso weniger kann ich auch, ich sag mal, Dinge drin verstecken. Beim Discounter Fisch ist die Zutatenliste deutlich länger. Hier wird beim Geschmack nachgeholfen. Mit Hefeextrakt, Fischpulver und Aroma. Da muss man mal kurz drüber reden. Denn wir haben hier 76% Seelachsfilet drin. Warum braucht man dann noch zusätzlichen Geschmacksverstärker und Fischpulver und Aroma? Fisch ist eine natürliche Zutat. Die kann sich natürlich, ich sag mal, leicht verändern. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, hier auch einen standardisierten Geschmack eines Produktes hinzubekommen. Kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Qualität nicht so gut ist von dem Fisch? Das könnte tatsächlich so sein, ja. Ja, dann würde ich sagen, das sollten wir mal untersuchen und uns später genauer anschauen. Hat der günstige Fisch wirklich eine schlechtere Qualität? Wird deshalb beim Geschmack nachgeholfen? Das sehen wir später.
Dass es auch ganz ohne Zusatzstoffe geht, zeigen die Pizzen. Beide komplett frei von Zusatzstoffen. Und auch Frosta wirbt auf der Penne Gorgonzola mit purer Natürlichkeit. Das steht ja immer sehr dick drauf hier bei diesem Hersteller. 100% frei von Geschmacksverstärkern, Farbstoffen und Aromen. Was sagt das Kleingedruckte? Also wenn man sich das Zutatenverzeichnis anschaut, dann haben wir hier Lebensmittel drin, wie ich es ja auch, wenn ich zu Hause ein Nudelgericht kochen würde, verwenden würde. Schlagsahne, Gorgonzola, Edamer-Mehlschwitze. Also würde ich sagen, das sieht mir nach relativ normalen Zutaten aus. Klingt gut. Und wie schaut es bei dem günstigeren Schlemmerfilet aus? Auch das wird ja, wie wir erfahren haben, von Frosta produziert. Und bei diesem Produkt haben wir diese Zusatzstoffe eben alle gefunden. Das ist Marketing. Ich habe eine Marke und die Marke in dem Fall ist eben Clean Label. Und in dem Fall ist es eben, ich schreibe meinen Markennamen nicht mit drauf und dann kann ich auch wieder günstigere Zutaten nehmen. Was sagt Frosta bzw. Copac dazu? Auf Nachfrage schreibt uns der Konzern: Bei dem von Ihnen erworbenen Produkt handelt es sich um einen Restbestand. Über die Rezeptur und die Zutaten entscheidet allein der Auftraggeber bzw. Markeninhaber, sprich der Supermarkt. Und weiter heißt es, das Handelsmarkengeschäft ist ein Ausschreibungsgeschäft, bei dem die Produktion von dem Markeninhaber, in diesem Fall Norma bzw. Fjordkrone, mit genauer Spezifikation der Rezeptur und der Inhaltsstoffe für einen bestimmten Zeitraum ausgeschrieben wird. Der Markeninhaber entscheidet, welcher Produzent den Produktionsauftrag für welche Mengen bekommt. In der Regel erhalten mehrere Produzenten den Zuschlag, die dann nach Vorgabe des Markeninhabers produzieren. Zurück zur Penne. Die günstigen Nudeln kosten weniger als die Hälfte des Markenprodukts. Warum? Hier sehe ich, in der Sahne ist Carrageen enthalten. Ja, Sahne hat Carrageen drin, weil die Sahne sonst aufrahmen würde. Und das Carrageen als Stabilisator wird zugesetzt, um zu verhindern, dass sich diese Fettschicht oben absetzt. Und ansonsten in Lebensmitteln wird Carrageen sehr häufig als Stabilisator eingesetzt. Und damit kann ich letztlich sogar Wasser schnittfest machen. Wasser schnittfest machen? Ohne es einzufrieren. Ja, das geht. Okay, das würde ich mir gerne mal anschauen. Verdickungsmittel wie Carrageen oder Xanthan sind unverzichtbar für viele Fertigprodukte. Davon isst auch unsere Familie unbewusst eine ganze Menge. Und das täglich. Dabei reichen schon wenige Gramm, um aus Wasser Gel zu machen. Wie man hier sieht, ist eine sehr schwabbelige und recht feste Masse schon draus geworden. Ja, sehr, sehr gelartig ist das Wasser geworden. Genau. Und das könnte man jetzt auch mit Lebensmitteln so machen, um die einfach fester zu kriegen. Genau, wobei in der Regel wird es dann nicht gleich so festgemacht, sondern es geht darum, die Viskosität ein bisschen zu erhöhen. Also bei einem Ketchup oder Mayonnaise, das, so wie wir es ja auch kennen, wie es aus der Flasche kommt, diese Konsistenz eben hinzubekommen. Aber auch teure Zutaten wie Hackfleisch können durch schnittfestgemachtes Wasser eingespart werden. Wie oft das in der Praxis vorkommt, ist unklar. Können solche Zusatzstoffe auch schädlich sein für unseren Körper? Grundsätzlich sind sie erstmal unbedenklich. Es ist aber so, dass es durchaus einzelne Zusatzstoffe gibt, die sind zumindest umstritten. Da gibt es eben Hinweise, vielleicht auch aus Tierexperimenten, die nahelegen, dass eben auch negative Wirkungen auftreten könnten. Welche Zusatzstoffe das sind, sehen wir gleich. Vorher will Hendrike wissen, wo überall Fertigprodukte zum Einsatz kommen. Dafür macht sie sich auf nach Oftersheim bei Heidelberg. Denn auch in der Gastronomie gibt es jede Menge Fertiggerichte. Darüber sprechen wollen aber die wenigsten Wirte. Und so kommen wir heute einem kleinen Geheimnis auf die Spur. Denn er gibt uns einen spannenden Einblick. Mein Name ist Simon Kohler, ich bin seit fast 15 Jahren Gastronom ohne klassische Kochausbildung. Ich habe mir tatsächlich das meiste selbst beigebracht. In meinem Restaurant servieren wir gutbürgerliche deutsche Küche. Mittlerweile gehört Convenience tatsächlich zu einem festen Bestandteil der Gastronomie. Hi Simon. Hi Henrike. Grüß dich. Du bist schon fleißig bei der Arbeit, ja, hier. Was gibt's denn? Hier haben wir vegane Bratwürste zubereitet auf einem veganen Kartoffelkräuterpüree. Mit welchen Produkten arbeitet ihr hier? Ist das alles frisch zubereitet? Es ist nahezu alles frisch zubereitet oder zumindest selbst zubereitet, außer die Bratwürste. Also gerade im veganen Bereich arbeiten wir sehr viel mit Convenience. Ich muss auch ehrlich sagen, da liegt nicht unsere Kompetenz da drin, eine vegane Bratwurst herzustellen. Ich glaube, dass das auch die Veganer dann später danken, wenn man ein richtig leckeres veganes Produkt hat.
Das heißt, das Kartoffelpüree und die Soße sind jetzt frisch zubereitet? Genau, das Kartoffelpüree und die Soße sind selbst zubereitet, nicht zu 100% frisch zubereitet, denn wir stellen bei uns im Restaurant unsere eigene Convenience her. Denn nicht nur bei unserer Familie ist der Alltag stressig. Auch im Restaurant bleibt wenig Zeit für die Vorbereitung der Gerichte. Simon hat aus der Not eine Tugend gemacht. Wir machen beispielsweise nicht 5 Kilo Kartoffelpüree, wir machen 25, 30 Kilo auf einmal, portionieren das, können das schockfrosten, also halt auch dementsprechend natürlich haltbar machen. Das heißt, ihr bereitet das quasi vor, friert es ein und dann habt ihr eure eigenen, selbst hergestellten Fertigprodukte. Genau. So macht das auch die Industrie. Wegen des Kälteschocks bleiben bei Tiefkühlkost Geschmack und Vitamine gut erhalten. Oft sind weniger Zusatzstoffe nötig als bei anderen Konservierungsverfahren. Doch aus Zeitmangel greifen viele Gastronomen auch auf solches Fabrikessen zurück. Auf unseren Wunsch hat Simon ein paar typische Beispiele aus dem Großhandel mitgebracht. Cevapcici, Hähnchenspieße, Bratkartoffeln, Rührei. Simon, ganz ehrlich, bekommt man bei dir ein tiefgefrorenes Rührei serviert? Nein, auf gar keinen Fall. Das Produkt ist jetzt zum Beispiel denkbar an einem Flughafen mit einer kleinen Foodinsel, wo ich kleine Burger oder Burger serviere mit einem Rührei-Patty drauf. In einem Restaurant finde ich dafür keine Rechtfertigung. Für Simon Kohler ist wichtig, dass Fertigprodukte immer nur ergänzend zu frischen Lebensmitteln eingesetzt werden, auch zu Hause. Wie das geht, will er Nicole und Nina heute zeigen. Simon hat sich verschiedene Schwierigkeitsstufen überlegt, wie diese drei Fertiggerichte aufgepimpt und verfeinert werden können. Sogar Essen aus der Dose ist dabei. Das beruhigt mich doch, weil ich doch gerne mal eine Dose aufmache. Von daher würde mich natürlich die jetzt schon interessieren und auch, wie die schmeckt. Ja. Okay. Womit fängst du an, Simon? Ich würde tatsächlich mit dem Hühnerfrikassee starten. Würde euch zeigen, wie wir aus einem einfachen, langweiligen Hühnerfrikassee ein Risotto machen. 30 bis 40 Minuten köchelt ein Risotto normalerweise. Zu lange für Nicole und Nina. Doch Simon greift in die Trickkiste, benutzt vorgegarten Reis. Sowas gibt's von vielen Herstellern, ganz ohne Zusatzstoffe. Der Reis muss jetzt nur noch zusammen mit dem Hühnerfrikassee und etwas Sahne aufkochen. Etwas Limettenabrieb für die Frische und Parmesan für die Bindung. In nicht mal 10 Minuten ist das Risotto fertig. So schnell und einfach kann's gehen. Und, wie schmeckt's? Boah. Also diese Limette kommt mega geil da drin. Die Limette schmeckt echt gut raus, das macht's voll frisch. Das macht's frisch, ja. Und den Parmesan schmeckt man auch mega gut raus. Ja. Würdest du auch selber kochen dann, das, wenn du aus dem Mittag? Ja. Okay. Also ich bin gespannt, vielleicht kocht dann jetzt die Nina in Zukunft. Simon steigert die Schwierigkeitsstufe. Aus diesem langweiligen Dosencurry will er ein fruchtiges Kichererbsen-Curry zaubern. Auf die Dose bin ich jetzt am meisten gespannt, weil das hat schon nicht so einen guten Ruf bei mir. Haha, wir scheitern an der Dose. Also ein Koch, der keine Dose öffnen kann. Das ist, spricht für den Koch. Geschafft. Die Dose ist auf und wird langsam im Topf erwärmt. Parallel kommt der Instant-Reis für 2 Minuten in die Mikrowelle. Gewürzt wird mit Tandoori-Paste. Simons Grundregel? Nimm das Fertigprodukt als Basis und ergänze es mit frischen Produkten. Da kannst du deine Kreativität immer freien Lauf lassen. Ich würde sie nie 1:1 fertig verwenden, sondern würde immer schauen, dass ich da noch ein bisschen Würze von mir mit reingebe oder sie vielleicht sogar ein bisschen strecke, weil viele Fertiggerichte einfach schlichtweg überwürzt sind. Und das hat natürlich auch nochmal den Vorteil, dass ich eine ganz andere Menge rausbekomme. Weiterer Vorteil? Ungünstige Inhaltsstoffe werden so verdünnt und man isst insgesamt weniger davon. Simons Tipp? Weit weniger Zusatzstoffe als in normalen Fertigprodukten sind in Bioprodukten zugelassen. Zum Finishen tatsächlich schneide ich nur noch ein bisschen frische Mango rein. Also jede Menge Vitamine. Etwas mehr Aufwand, dafür aber auch gesünder und kalorienärmer. Oh. Und fertig ist das verfeinerte Kichererbsen-Curry. Und wie fällt der Geschmackstest aus? Also
schon echt gut. Es schmeckt mega lecker. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar kalt schmeckt. Bis kalt, ein Mega-Renner. Das mit der Mango und dem Curry, das passt schon echt gut. Nina liebt eigentlich asiatische Nudelsuppen. Die isst sie sonst auch gern in der Schule. Doch wirklich gesund sind die nicht. Simon hat eine tolle Alternative. Er will sogenannten Blumenkohlreis mit frischen Zutaten zum gesunden Superfood zubereiten. Das ist kein normaler Reis, das ist Blumenkohl in Reisform. Also das ist roher Blumenkohl, der geschreddert wird und deswegen diese Reisform bildet. Und das können wir jetzt perfekt als Basis für eine schnelle Bowl verwenden. Und da das ja natürlich ein Gericht für in die Schule sein soll, habe ich dir auch eine Bowl gekauft. Während der Blumenkohl gart, muss Nina ran. Tomaten halbieren und Bimi klein schneiden. Das ist Mini-Brokkoli oder auch Spargel-Brokkoli genannt. Das Gemüse bringt zusätzliche Vitamine ins Essen. Alles kurz in der Pfanne durchschwenken, etwas Knoblauch und Babyspinat dazu. Schon kann die Bowl angerichtet werden. Das ist eine super To-Go-Variante, die man auch kalt essen kann. Das kannst du dir problemlos zu Hause vorbereiten, nimmst das mit und hast schön viel Power für den Tag mit reingepackt. Ich glaube, da werden die anderen neidisch mit dem Tütensüppchen. Obendrauf kommt etwas Besonderes. Ponzu Mayo, eine Mischung aus Mayo und japanischer Ponzu-Würzsoße. Und? Tja, ich glaube, das wird meine Bowl. Ja, lecker. Das kann ich auch in die Arbeit mitnehmen. Das fand ich jetzt echt überraschend. Ich habe es mir nicht so gut vorgestellt. Nee, ich mir auch nicht. Das ist das Dressing. Das vor allem, ich esse schon Gemüse, aber ich bin kein so Fan von Gemüse. Das schon echt gut. Was nehmt ihr mit? Alles drei sind Gerichte, die ich mir tatsächlich zutrauen würde, auch zu kochen. Und ich hatte ja auch den Wunsch, einfach mal was anderes zu kochen. Und es ging jetzt alles mega schnell und jetzt auch nicht irgendwie kompliziert. Die beiden sind begeistert und werden demnächst noch mehr in dieser Richtung erfahren. Doch noch gilt es, eine ganz andere Frage zu klären. Die nach den Zusatzstoffen. An der Uni Hohenheim beschäftigt sich Jan Frank damit, welche Zusatzstoffe unbedenklich sind und welche nicht. Was würden Sie hiervon als kritisch bezeichnen? Also es gibt sicherlich Stoffe wie das Aspartam als Süßstoff zum Beispiel, der nicht pauschal toxisch ist. Aber da gibt es tatsächlich Höchstmengen, die festgelegt sind. Mehr sollte ich nicht zu mir nehmen. Tatsächlich gilt Aspartam in hohen Dosen als potenziell krebserregend. Einige Verdickungsmittel und Emulgatoren stehen im Verdacht, die Darmflora zu verschlechtern. Mögliche Folgen? Gewichtszunahme und entzündliche Darmerkrankungen. Mal abseits der ganzen Zusatzstoffe, wie bewerten Sie als Ernährungswissenschaftler Fertigprodukte? Natürlich mit einer gewissen Skepsis, denn das muss man sagen, die Fertigprodukte enthalten ja nicht nur die Zusatzstoffe, sondern sie enthalten vor allem viel Energie. Sie enthalten viel Salz, teilweise ist Zucker in größeren Mengen drin. Selbst in Fertigpizzen, die Familie Adolf MacLeod so liebt, steckt viel Zucker. Der karamellisiert beim Backen, das gibt eine tolle Bräune und macht die Pizza knusprig. In Instant-Nudeln, die Nina täglich in der Schule isst, steckt oft mehr Salz als empfohlen. Salz regt den Appetit an und ist deshalb ein Faktor für Übergewicht. Außerdem steigert ein zu hoher Salzkonsum das Risiko für Bluthochdruck. All diese Substanzen sind eigentlich das, was wir reduzieren wollen, weil wir wollen eine Ernährung mit einem möglichst niedrigen Energiegehalt und einem hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen. Herr Professor Frank, danke schön. Wir sehen uns später noch mal wieder. Ja, ich nehme mit, am besten ist es natürlich immer noch frisch zu kochen. Und tatsächlich will auch unsere Familie weg von den Fertiggerichten. Aber jeden Tag frisch kochen? So weit sind sie noch nicht. Vielleicht kann er da was machen. Superschnell und lecker kochen, das hat er perfektioniert. Mein Name ist Alexander Dönne, ich bin Kochbuchautor und habe als Kind schon total gerne gekocht. Ja, Fertiggerichte, ich bin nicht so ein Riesenfan davon. Aber wir können uns unsere Fertiggerichte eigentlich total leicht selber machen und das machen wir heute. Meal Prep, also Vorkochen, nennt sich sein Ansatz. Eigentlich eine uralte Sache. Dafür am besten Lebensmittel kaufen, die gleich zu mehreren Rezepten passen. Also, lasst uns in die Küche gehen. Mhm. Los geht's mit Nicoles Lieblingsgericht, Linsencurry. Das kauft sie normalerweise in der Tüte.
Und jetzt? Ich habe drei großartige Helfer und verteile jetzt Aufgaben. Juhu. Geiler Job. Nina, magst du Möhren machen? Ja, kann ich machen. Gemeinsam schnippelt die Familie Gemüse für gleich 9 Portionen Linsencurry. Vorteil beim Vorkochen? Die Küche wird nur einmal schmutzig. Jetzt heißt es zusammenschütten und einfrieren, beziehungsweise werden wir das eine gleich kochen, damit ihr auch probiert und mir sagen könnt, ob das ungefähr zu dem passt, was du kennst. Das Geheimnis des Rezeptentwicklers? Sämtliche Zutaten werden lediglich vorportioniert und erst später aufgekocht. Ja, prima. Jetzt haben wir das auch vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt auf die 2, können wir den Deckel drauf machen und können die einfach in den Gefrierschrank packen. Ja. Und dort lasst ihr es, bis ihr es braucht. Okay. Und mit dem restlichen im Topf gehen wir jetzt an den Herd und kochen das. Ja. Linsengerichte auf Vorrat. Keine schlechte Idee. Nach Schule oder Arbeit kann sie jeder einfach aus dem Gefrierschrank holen. Wie ein echtes Fertiggericht. Nur eben gesünder. Okay, also die Ganze da rein, ja? Genau. Das Linsencurry muss Nicole nur noch mit Kokosmilch und Brühe aufkochen. Dann ist es schon fertig. Auch Fleischfan Thornton ist neugierig geworden. Das wird gut. Weitermachen. Jawohl, Chef. Nicole gefällt die neue Rollenverteilung. Wer weiß, vielleicht schlummert in Thornton doch ein Kochtalent. Soll ich mal testen? Also es schmeckt super gesund und äußerst frisch. Mhm. Es sind ein bisschen viele Karotten drin. Das ist nicht so meins. Aber es schmeckt insgesamt klasse. Und was sagt Gemüsemuffel Nina zum neuen Linsencurry? Würde ich, glaube ich, auch mal essen. Willst du mal mitessen? Ja. Hey, dann muss ich nicht mehr alleine essen. Ah, okay. Weiterer Vorteil? Nicole weiß jetzt ganz genau, was drinsteckt im Essen. Jetzt lasst uns einfach die weiteren Gerichte machen. Dazu teilen wir uns das gleich ein bisschen auf. Nina, du hattest ein Gericht, was du gerne mit in die Schule nimmst, nämlich die Nudelsuppe. Und die machen wir beide gleich in der Küche. Okay. Und euch beide setze ich gleich an den Tisch und ihr schnibbelt ganz fleißig für das Ofengemüse. Die Mischung von Ofengemüse ist reine Geschmackssache. Wichtig, eine ähnliche Garzeit. Hier lassen sich auch super Reste verwerten. Am besten schneidest du ganz knapp hier oben den Deckel und den Boden von der Paprika ab. Und dann kannst du mit dem Messer quasi hier reingehen und schneidest einmal ringsherum das Kerngehäuse raus. Und dann ziehst du es hier unten quasi raus und hast die Paprika. Meal Prep heißt, einmal alle Zutaten schnibbeln und jeden Tag neu kombinieren. So bleibt's abwechslungsreich. Ja, Nina, während da drüben jetzt gerade geschnibbelt wird, kümmern wir uns jetzt um deine Nudelsuppe. Und zuallererstes machen wir die Würzpaste dafür. Weil Fertigsuppen viel Salz und Zusatzstoffe enthalten, wird die Würze selbst gemacht. Mit Miso-Paste, Sojasauce und Gewürzen. Soßen lassen sich übrigens prima in Eiswürfelformen einfrieren und später portionsweise auftauen. Okay, Nina, während jetzt die Paste friert, können wir uns um die Vorbereitung der Gläser kümmern. Wer für eine ganze Woche vorkocht, braucht auch viele Dosen zum Einfrieren. Wer die nicht hat, kein Problem. Dann gehen auch alte Schraubgläser. Da kannst du hier alte Gurken oder Kirschgläser nehmen. Wichtig ist, dass die Öffnung nicht zu klein ist, weil du hinterher frierst bei flüssigen Sachen, damit es, wenn sich die Flüssigkeit ausdehnt, das Glas nicht so leicht platzen kann. Und zum anderen, wenn du es gleich heraus essen möchtest, wird es schwieriger, je enger oben die Öffnung ist. Ne? Zuerst ins Glas asiatische Mienudeln. Vorteil? Die müssen nicht kochen. Später nur mit heißem Wasser übergießen und ziehen lassen. Das Gemüse ist so fein geschnitten, dass es auch durchgart. So kann Nina ihre Suppe demnächst in der Schule aufgießen. Die Portionen werden bis dahin trocken eingefroren. Wir sind hier fertig mit deinen Nudelsuppen. Lass uns mal nach drüben gehen, gucken, was die Schnippeltruppe da drüben macht. So, die Schnippeltruppe. Die war fleißig. Genug Gemüse für eine ganze Woche. Gut gewürzt kommt alles in den Ofen. Das Wichtigste am Vorkochen? Von einigen Zutaten gleich große Mengen vorbereiten. In diesem Fall vom Ofengemüse. Mit angebratenem Rindfleisch wird es gleich zum schnellen Wrap für Thornton. Wenn ihr wollt, könnt ihr, um es noch ein bisschen gehaltvoller zu machen, hier drunter Hummus oder
Brotaufstriche, ein bisschen Frischkäse kann man da drunter streichen und dann das Gemüse drauf machen. Solche Fladen für Wraps gibt es fertig zu kaufen. Je nach Geschmack lassen sich auch noch andere Zutaten einrollen. Das restliche Ofengemüse wird tiefgefroren als Vorrat für weitere kreative Gerichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Super gefallen. Ja, ich war echt überrascht. Kochst du jetzt mal? Ja, jetzt würde ich Englisch probieren. Ja? Ich glaube, ich werde jetzt endlich mal bekocht. Ich koche dich auch ab und zu. Freue dich nicht zu früh. Oh, es ist schön zu sehen, also dass am Ende, dass genau das Prinzip Meal Prep genau das hervorruft. Ne? Dass ihr am Ende dasteht und sagt so, wow, wenn man das einmal gemacht hat, dann geht alles total leicht. Wird die Familie ihre Kochgewohnheiten wirklich umstellen? Das sehen wir gleich. Ein letztes Mal zurück an die Uni Hohenheim. Zwei Fragen sind noch offen. Steckt in unseren Testprodukten schnittfestes Wasser? Und wie ist die Qualität vom Fisch? Jetzt bin ich echt gespannt. Was ist denn bei den Laborergebnissen rausgekommen? Also die Produkte sind ja weggeschickt worden in ein Auftragslabor und man hat dort geschaut, ob zum Beispiel mit Verdickungsmitteln nochmal Wasser gebunden wurde, um das Produktgewicht zu erhöhen. Das könnte sich bei den Nudeln zum Beispiel, könnte man einfach das gut einsetzen, um einfach ein bisschen mehr Wasser drin zu verstecken. Aber die Analysen haben gezeigt, das ist tatsächlich nicht geschehen. Oh, das klingt ja schon mal ganz gut. Und was ist bei dem Fisch rausgekommen? Ist der sauber? Der ist tatsächlich auch sauber. Hier stimmt auch der Gehalt an Protein, also an Eiweiß, und sitzt auch im richtigen Verhältnis mit dem Wassergehalt. In der Vergangenheit gab es hin und wieder Fälle, bei denen Fisch zu viel Wasser aufwies, um das Gewicht zu erhöhen. Hier war das nicht der Fall. Auch nicht bei den anderen Produkten. Die Qualitätsunterschiede in unserer Stichprobe gering. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie unsere Familie sich zukünftig ernähren will. Wie oft will unsere Familie demnächst auf Fertiggerichte verzichten? Heute kommt schon mal das Ofengemüse zum Einsatz. Es gibt belegte Fladenbrotpizza. Sieht schon mal gut aus. Und sonst? Ah, ihr seid fleißig. Ja. Das nennt man wohl Kochen, oder? So ja. Sieht's fast aus, ja. Wir haben ein paar neue Zutaten. Genau. Okay, das ist Fladenbrot mit Gemüse. Ja, ja, genau. Tomate noch drunter, Tomatensoße, Gemüse drauf. Und dann mit Käse überbacken. Aufs Meal preppen, also vorkochen, ist die Familie schon mal angesprungen. Könnt ihr euch vorstellen, das im Alltag auch durchzuziehen, wirklich umzusetzen mit dem Meal preppen? Also ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, wir kaufen immer für die Woche ein. Ja. Deshalb kann ich steuern und es ist dann einfach nichts anderes im Haus. Das heißt, die müssen es einfach kochen und essen, was da ist, genau. Apropos einkaufen, kann ich mal in euren Kühlschrank gucken? Ja klar, ich mache noch die Pizza schnell rein. Ja, ja. Sind Sie schon wieder in alte Muster verfallen? Oder haben die Kochexperten Sie tatsächlich inspiriert? Ganz klar, der Kühlschrank enthält deutlich mehr Frisches. Die Burger sind weg. Ja. Ich sehe hier noch so Pizzateig und so. Ich glaube, der bleibt weiterhin einfach als Notlösung. Ich weiß nicht, ob du es bemerkst, aber wir haben auch nicht mehr den teuersten. Wir haben einen No-Name, weil der tatsächlich dann doch Anklang gefunden hat. Und es musste jetzt gar nicht der teurere sein und der war sogar kleiner, der teure. Also der ist eigentlich ganz cool, der 99 Cent und mit dem sind wir auch happy hier. Da hat sich echt was getan bei euch, oder? Also ich lese jetzt auch die Zutatenliste. Das okay. Haben wir nicht davor gemacht. Das haben wir davor nie. Wir haben nie geguckt, was da alles drin ist. Und jetzt wissen wir, je weniger draufsteht, umso besser. Genau. Das ist schon mal gut. Also, verbannt werden Fertiggerichte nicht, aber reduziert. Und beim Einkauf wird das Kleingedruckte verglichen. Fertiggerichte müssen nicht schlecht sein. Am besten wirft man natürlich einen Blick auf die Zutatenliste. Grob kann man sagen, je kürzer, desto besser. Und in Bioprodukten ist grundsätzlich ein bisschen weniger drin. Also wer keine Lust hat, die Zutatenliste zu studieren, der greift zu Bio. Grundsätzlich kann man auch sagen, es ist schön, wenn man die Gerichte noch ein bisschen pimpt mit frischen Kräutern oder Ähnlichem. Und Marke ist nicht unbedingt immer besser als No-Name. Da kann man unter Umständen einiges an Geld sparen.
Am besten schmeckt es natürlich, wenn man Meal preppt. Braucht ein bisschen Organisation, aber dann nicht unbedingt mehr Zeit im Alltag und schmeckt meistens am besten. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.